Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, den Simon. Wir haben in der letzten Folge wir haben erkannt, dass hier ganz viel Lava überall ist und dass es ein Gebiet gibt, was scheinbar echt krass ist, wo wir ganz noch mehr irgendwie Feuer aushalten müssen, keine Ahnung. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass wir mehr Feuer, mehr Hitze aushalten können, mehr als Maximum schon. Keine Ahnung, wie wir das anstellen. Wir haben aber auch einen Dungeon gemacht. Jetzt erkunden wir gerade eigentlich nur so ein bisschen, was wir machen. Da ist diese riesige Brücke, die dieser Chef mit der Augenklappe zugeklappt hat. Zugeklappt. Augenklappe zugeklappt. Das ist irgendwie bescheuert jetzt gewesen. Hier ist die Kanone, um den zu vertreiben. Okay, cool. Okay. Das haben wir zugemacht, damit er nicht zu uns kommen kann, dieses Monster. Todesberg, Etappe 8, Brücke von Eldin. Badgefahr extrem. Zutritt nur für Goronen. Ist aber blöd, dass ich... Wie kriege ich das denn hin? Guck mal, wie böse die guckt irgendwie. Sieht böse aus, diese Brücke. Tja. Wir müssen den scheinbar überreden dafür irgendwie. Aber wir haben ja auch noch eine Kanone. Können wir damit den Typen vertreiben? Ich kann auf jeden Fall die bewegen. Kann ich auf die... Brücke schießen oder was? Wir probieren erstmal alles aus, gell? Auch wenn wir eigentlich diesen Typen da suchen sollen. Hat das nichts gebracht? Die ist nicht geladen. Was ist denn das für ein Schatten? Sieht ihr den Schatten? Von wo kommt der denn jetzt? Von dem riesigen Ding hinter uns? Ja, scheiße. Ja, die ist nicht geladen. Ha. Ich kann mir vorstellen, dass es mal irgendwann ein Minispiel wird, wo ich dieses Ding, mit diesem Ding Baruta abschießen muss. Baruta hieß es gar nicht. Oh Gott, da ist es. Guck mal, wie nah. Krasser Scheiß. Boah, wie langsam die sich jetzt bewegt, aus irgendeinem Grund. Krasses Vieh. Aber durch Lava kann es scheinbar auch nicht so wirklich. Sonst wird sie einfach über die Lava rüberkommen. Okay, wir haben die Kanone. Wir müssten sie nur noch laden. Oh Gott, da komme ich noch niemals hoch, oder? Kann ich hier irgendwo stehen einfach? Fuck. Fast hätte es geklappt, dass ich da einfach stehen bleibe, aber ich weiß gar nicht, was ich da oben will. Also, fuck it. Okay, kann ich vielleicht einfach... Ich würde mich jetzt einfach runter teleportieren. Vielleicht kann ich hier auch einen cooleren Abgang machen. Und einfach gleiten über die Lava. Hui, 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 hui. Da unten ist der Tempel, den wir gemacht haben. Wenn ich dahin gehe, verbrennen wir, glaube ich, einfach. Was ist denn das da hinten? Oh, da ist ein Drache. Okay, cool. Wir können ja erstmal schauen, wo wir damit genau hinkommen können. Viel Ausdauer haben wir nicht, aber wir können ja mal gucken, gell? Da unten ist irgendwas. Das sind Steine. Ich glaube, das sind Leuchtsteine oder so eine Scheiße. Die wir nicht wirklich brauchen. Aber können wir doch mal einfach diesen See aus Lava. Das ist bestimmt eine super Idee. Oh, guck mal, da ist sogar Loot. Klatsch an die Wand. So. Hat sich doch schon gelohnt. Da waren zwei... Oh mein Gott. Da waren zwei Topas und... Oh lol, das ist ja Diamant. Wertvollste Edelstein. Holy shit. Okay, hat sich gelohnt. Goronia. Ach, wir sind hier wieder in Goronia. Okay, cool. Kann ich nochmal vielleicht den Boss fragen, so nach dem Motto, ey, kannst du mir mal sagen, was hier, wie ich, was hier genau abgeht? Ganz schön dunkel. Mich juckt es in den Fingern, Rudia zu verjagen, aber erst muss Yunobo von der Nordmine zurückkommen. Okay, ich verstehe, das ist der... Oh, Hallöchen. Eine Gebetsstatue.
Ich hätte bitte Herzen. Ja. So sei es. Vielleicht macht es sogar Sinn, Ausdauer nochmal zu leveln, aber ich möchte einfach mehr aushalten. Ja, ganz toll. Herzcontainer. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ja, okay, ist ja gut. Jetzt stress mich mal nicht so hart. So, kann ich hier einfach das benutzen? Komm. Geht das nicht höher? Höher geht das nicht. Wow. Sehr enttäuschend. Dann gehen wir einfach zu Fuß dahin. Irgendwas mit der Kanone war er. Also denke ich mal, dass ich irgendwie die Kanone benutzen muss, um da tatsächlich weiterzukommen. Hm, wahrscheinlich, gell? Aber wie bekomme ich das hin, dass ich ein bisschen mehr aushalte? Die Viecher, ich habe keine Ahnung, wie ich die töten soll. Das sind heiße Steine oder sowas. Hm. Interessanterweise explodieren die Steine von diesen Viechern da auch noch, gell? Ich kann die ja nicht einfach lang. Ich zerbrühe einfach. Krieg ich jetzt Schaden? Oh ja, ich brenne. Was ist, wenn ich einen Trank nehme? Oh, dann ist okay. Okay, dann wollen wir uns mal lieber, gell? Oh lol, damit wollte ich gar nicht angreifen. Whatever. So, in die Lava mit dir. Halten die das aus? Keine Ahnung. Da hinten ist noch einer. Oh, da ist... was ist das? Ah, oh, wow, da waren Feuersteine drin. Das ist ja super geil. Okay, here we go. Hoffentlich reicht das. Oh Gott. Okay, es hat gereicht. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Dass es einfach nicht reicht. Oh, cool. Wie wäre es, wenn ich die einfach abknall? Oh Gott, die sehen mich ja schon. Ich habe keine Zeit dafür. Womit schießen diese Typen denn, Alter? Holy shit. Warum war da nur Steinsalz? Okay. Fuck. Fuck die alle. Ich habe noch 5 Minuten. Oh Gott. Ich habe keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Ich habe nur einen einzigen Trank. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich doomed. Vor allem muss ich wieder zurück. Aber das kann ich mich ja vielleicht davor teleportieren. Hoffentlich. Hoffentlich. Der sieht mich nicht. Komm. Und klettern. Mal kurz chillen. Und weiter geht's. So. Oh lol, der hat eine Vertonung. Der ist ja gut. Okay. Ja, also. Hm. Ja, ist ja gut. Ich helfe dir ja schon. Und zwar mit der Macht. Scheiße. Habe ich Bombenpfeile? Gibt es überhaupt Bombenpfeile? Ja. Habe ich aber nicht. Okay. Wie mache ich das? Warte, ich habe noch Bombenmodule. Ja, ist ja gut. Wow. Ich muss es abschießen mit einer Kanone. Oh, da hinten ist eine. Oh, das ist ja gut. Was für ein Zufall. 4 Minuten. Alles ist noch cool. Alles im grünen Bereich. Oh Gott. Ich will nicht passieren. Ich werde einfach verbrennen. Und das wird nicht schön. So, also. Das ist falsch. Ich habe keine Waffe. Ist so ein bisschen bescheuert, weil diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft, die ist sowieso, die ist auch so ein bisschen blöd tatsächlich. Hört ihr die? Diese Trompete, die hört sich schon so ein bisschen nach blöd an. Oder was? Oh Gott, ich muss das timen. Das war nicht gut getimed. Wow, die geht da nicht rein. Werfen. Ablegen. Okay, timen wir das mal. Hm.
Man kann das eigentlich sehr gut einschätzen. Also ich habe gedacht, ich muss ein bisschen vorher drücken. Aber tatsächlicherweise muss ich, glaube ich, kann ich schon genau, sehr, sehr genau drücken, wenn ich halt da drüber bin, weißt du? So quasi. Jawohl. So wie ich es schon immer wollte. What the fuck? Warum ist denn so ein Ding drin? What? Warum ist vor allen Dingen das deren Lagerungshalle oder so, habe ich das verstanden? Deren Vorräterhalle? Und das ist einfach mal mitten am Arsch der Welt, wo es ultra heiß ist, wo Menschen nicht hingehen können. Also, warum ist hier die Vorratshalle und warum nicht das nicht irgendwie im Dorf? Oh, da sind voll viele Schätze. Oh weh, oh weh. So. Oh Gott, ist ja gut, Alter. Oh mein Gott. Dieses Monster. Rettet mich, ich will nicht sterben. Ach du Scheiße, was ist das für ein Baby? Gronjunge. Junobo. Ach du Scheiße, wie der aussieht. Mit seinen roten Wänkchen. Oh mein Gott. Der ist aber trotzdem tausendmal größer als ich. Erstmal looten. Alter. Hier ist krasser Loot drin. Alter, nice. Scheiß drauf, dass das Ding Ronen gehört. Geil, Cash. Mehr nicht. Eigentlich schade. Ja, whatever. Junobo. Das ist ja ein Hylianer. Hast du etwa den Fels zerbrochen und mich gerettet? Vielen, vielen Dank. Was machst du denn an einem Ort wie diesem? Ich suche Junobo. Oh, so ist das. Der Chef hat dich gebeten, mich zu suchen. Da fällt mein Stern vom Herz. Ich bin froh, dass du hier bist. Junobo, das bin ich. Also eigentlich heiße ich Juno, aber so nennt mich keiner. Wow, stattdessen haben die einen Spitznamen, der länger ist als sein eigentlicher Name. GZ, Alter. Wow, richtig good job. Ich wollte hier das Schmerzmittel für den Chef holen. Da kamen Lavabocken herunter und haben den Eingang zersperrt. Sag mal, wie hast du diesen Zelt versperrt? Kanone vom Chef. Mit der Kanone vom Chef? Die sind doch so schwer zu bedienen. Und aus dem Chef hat das niemand, kriegt das niemand hin. Ich habe eigentlich keine Zeit zu plaudern. Der Chef braucht unbedingt sein Schmerzmittel. Vor allen Dingen habe ich keine Zeit zu plaudern, weil ich einfach gleich verbrennen werde. Mhm. Tut mir leid, aber ich muss los. Komm doch später mal mit dem Chef vorbei. Ich bin sicher, er wird dir danken. Also dann bis später. Cool. See you later. Okay. Ich hoffe, ich kann mich einfach teleportieren. Ja, sehr gut. Ansonsten wäre ich ein bisschen am Arsch gewesen. Aber ich glaube, die verkaufen diese Feuerdinger hier auch irgendwie, oder? Ich meine schon. Ich glaube, irgendwo haben sie die jedoch verkauft, oder? Wäre auf jeden Fall schade, wenn es daran gescheitert wäre. So, jetzt werden sie wohl endlich dieses Vieh wieder vertreiben, ne? Sobald er seine scheiß Rückenschmerzen bereinigt hat. Und vielleicht darf ich das ja sogar mit einem Minispiel machen. Das wäre cool. So. Aber ich kann sowieso nicht in die Nähe davon gehen, weil da hinten im Vulkan ist ja auch ultra heiß. Also das heißt, ich werde mich mit Tränken ausrüsten müssen. Vielleicht bekomme ich die ja sogar gesponsert von dem. Hallo. Ah, der Reisende. Junobo hat mir erzählt, dass du ihm geholfen hast. Hier als Belohnung. Hylianer wie du können sowas doch brauchen, oder? Geld? Brandschutzmedizin. Was? Er hat mich tatsächlich gesponsert, lol. So, das Schmerzmittel schlägt an. Zeit, dass wir uns mit Junobo treffen. Unter Drogen sollte man übrigens keine schweren Gerätschaften bedienen. Genau wie die Kanone, die er gleich bedienen wird. Ich will ja Daruk gegenüber nicht respektlos sein, aber wenn wir Rudania keinen Abreibung verpassen, Daruk? Jetzt sag nicht, du kennst Daruk nicht! Der Recken der Geron! Siehst du den Berg da? Das ist Daruk. Okay. Also ich kenne ihn vom Sehen her. Von der Cutscene. Oh, okay. Ja, ich habe selber. Okay. Der in der Mitte, ich weiß. Oh lol, durch die Statue erinnere ich mich jetzt an ihn oder was. Oh mein Gott, lol, troller lol. Oh nice, das ist ja witzig. Das ist ja wie die Mifa-Statue. Gut, dass die von ihren Drecken mal Statuen haben.
Ich bin gespannt, wie der sich anhört. Immer diese Flashbacks, ey. Gut. So langsam habe ich's drauf, wie man dieses Ungetüm steuert. Daruk, Recke der Goronen. Mit so einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titanen wie im Schlaf beherrschen. Ah, ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Was soll das denn heißen? Ach ja, die essen ja Steine, stimmt. Keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder, Bruder? Oh, Alter. Ach ja, du wurdest als Leibwächter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber diese Prinzessin, besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Da wissen wir ja warum, weil sie ein bisschen neidisch ist, dass wir unsere Aufgabe erfüllen und sie ihre nicht. Aber jetzt passiert das schon mit den... Ach du Scheiße. Au, holy shit. Er hat uns beschützt. Guck mal, er kann auch dieses Ding machen. Das konnte dieser kleine Junge auch. Das hätte ins Auge gehen. Was sind das für Schutzbarrieren, die plötzlich machen können, die Goronen? Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Oh, der hat auch dieses Tuch, was dieser kleine Junge hatte. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut. Okay, cool. Da hat sich das scheinbar angefangen mit den Ausbrüchen. Der kleine Junge hat dieses Tuch auch getragen. Also es ist entweder der Sohn oder ein Ultra-Fan. Manchmal. Und Yunobo, weißt du, er ist der Nachfahre von diesem Durak. Ich wusste es. Ha, der Sohn. Daran liegt es wohl, dass ein kleines Gäche wie Nobo sogar Daruks Schirm einsetzen kann. Ah, das ist dieses Ding, ja. Dadurch wird er unkaputtbar. Wow, geiles Wort. Und dann schießen wir ihn auf Rudinia um den Titan. Was? Das ist LOL. Normale Kanonenkugeln machen denen nämlich nichts aus, weißt du? So, genug der Vorrede. Zeit, Rudinias den Marsch zu blasen. Oh, alles in Ordnung? Oh, ob alles in Ordnung ist, will er wissen. Gar nichts ist in Ordnung, sieht man doch. Aua. Heute gehe ich wohl nirgendwo mehr hin. Will ja keine Umstände machen, aber könntest du Yunobo ausrichten, sodass er heute absagen muss? Ach, dass ich ihn ausrichten soll. Er soll auf der Brücke von Eldin sein. Ja, und jetzt müssen wir das wahrscheinlich machen. Die schießen den Typen da einfach auf den. What the fuck? Die benutzen die als Kanonkugel. Alles klar. Ist auf jeden Fall geil. Die haben Spaß. Ich muss jetzt wieder ganz nach oben, oder? Warte, ich kann mich ja teleportieren einfach. Ha! Voll smart, dass da ein Dungeon ist. Das haben die wahrscheinlich sogar extra gemacht. Ach. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt wahrscheinlich so ein kleines Minispiel machen, wo ich den abschießen muss. Oder ich werde den einfach nur einmal abschießen müssen, was ganz langweilig sein könnte. Weil ich die Kanone einfach nur einmal ausrichten muss. Das kann natürlich auch passieren. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich jetzt ballern. Gut, dass ich hier schon mal vorbeigeschaut habe. Muss ich mir den ganzen Weg jetzt nicht nochmal gehen. Sondern nur diesen kurzen hier. Und dann gehen wir einfach... Komm, wir klettern hier einfach hoch. So, Abkürzung. Bisschen querfeld ein. Oh, vielleicht sollten wir hier hochgehen. Ja, guck mal. Oh Gott! Da ist ein Moblin. Gott, jetzt muss ich ihm wieder aus der Gefahr helfen. Da sind zwei, oder? Kann das sein? Ach du Scheiße. Wow! Hilfe! Die haben nur das Wahr haben sie jetzt gemacht. So, ich weiß genau, was ich gegen die mache, Alter. Eisstab. Und here we go. Aus dem Hinterhalt.
Er hat mich schon entdeckt. So, kommt beide. Beide, Leute. So, warte. Perfektes Timing. Die sind nicht lange eingefroren. Also muss ich das schnell hintereinander machen. Kann ich vielleicht auch mit Steinspalter jetzt angreifen? Ach du Scheiße. Ja, weil ich muss echt schnell sein. Die Typen sind nicht lange eingefroren. Aua. Ach komm, wo ist denn jetzt meine scheiß Heilung? Ich hasse Kämpfe in diesem Spiel. Vor allem, weil es eigentlich schon Ende der Folge ist. Ja, komm, jetzt steh mal auf, Link. Okay, jetzt habe ich beide. Okay, so. Darum ging es. Einfach so schnell wie möglich dann... Dann wieder in den Inventar gehen, irgendeine Scheiße essen. Ich hab doch nichts. Alter, hör auf damit. Ich muss die ganze Zeit irgendeine Scheiße essen. Ich kann mich einkotzen. Okay, komm, jetzt nehme ich die Wächterlanze. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt ist die Waffe auch noch kaputt gegangen. Ich raste aus, ey. So, die Wichser. Erzbohrer, whatever. So, jetzt habe ich den Typen auch befreit, whatever. Ich wurde befreit. Ja, du bist stark, du hast mich gerettet. Ja, ich weiß, ich bin der Geilste auf dieser Welt. So, whatever. Alles klar, ich verabschiede mich. In der nächsten Folge werden wir diesen kleinen Nachfahren von den großen Recken auf diese riesige Echse schießen, die gerade nur ihre Runde macht und gerade auf der anderen Seite vom Vulkan ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder zu. Bis dann. Ciao.